Crime schlechter. Terrorzellen in der Stadt verstecken sie. Bravo wird jedes Haus durchsuchen. Meine Leute helfen. Wenn sie in die Berge entkommen wollen, gibt es nur einen Weg. Tariq al-Mut, die Straße des Todes. Russen haben sie bei der Invasion zerbombt und die Fliehenden getötet. Bei der Kreuzung ist ein kleines Dorf. Ich habe Hadirs Kämpfer hingeschickt für einen Hinterhalt. Alex und ich stoßen dazu und gehen über der Straße in Schussposition. Auf der Lauer für den Wolf. Der Highway ist unter uns. Hadirs Verstärkung ist in Position für den Wolf. Wir draußen kriegen uns die Russen leicht. Ja, die Zeit ist knapp. Barkows Männer jagen uns. Er hat keine Kontrolle. Er will sie zurück. Hier anhalten! Bewegung! Wir müssen den Wolf am Pass abfangen. So, was haben wir dabei? AK. Gab es hier Familien und Lachen? Lachen ist die beste Medizin. Kennst du einen Witz? Wie nennt man einen schlafenden CIA-Agenten? Wie? Einen verdeckten Ermittler. Nicht schlecht. Ist besser in meiner Sprache. Das war in deiner Sprache. Die brauchen wir noch. Ja, Mann. Ist ja kein toller Witz. Hadir hält für uns die erhöhte Position. Mein Vater nannte Hadir den Schabal, seinen kleinen Löwen. Was ist aus ihm geworden? Er starb im Kampf. Halte uns auf dem Laufenden. Alex, hier lang. Hadir wartet auf uns. Er sollte alles mitbringen, was er hat. Alex, sieh dir das an. 338 Lapua. Panzerbrechend auf 600 Meter. Ich habe das selbst zusammengebaut. Bitte, benutze sie. Also bis jetzt war es ja noch cool, aber selber zusammengebaut. Meinst du, wie funktioniert? Dann war mal gespannt. Heißes Eisen, Bruder. Schütze sie mit deinem Leben. Sie tut es auch für dich. Danke, Adir. Perfekt für diese Entfernung. Ich übernehme das Sichten, Alex. Wir sind jetzt Brüder. Mach Benutze mich stolz, dein Visier. Alex. Machen wir dich bereit. Okay. So, du spottest. Nutze dein Visier, um die Straße auszuspähen. Achte auf das schimmernde Licht beim Highway. Ja. Passe jetzt die Vergrößerung an. Bin schon dran, Commander. Wie förmlich. Okay, nice. Ali, stoß zu den anderen. Ja, Commander. Bleib an ihm und du siehst mein Team an der Straße. Ja, ich sehe sie. Sie unterstützen uns, wenn wir den Kala-Konvoi angreifen. Nieder, stell ein Ziel beim Bus auf. Also, die sehe ich gar nicht. Vertikale Striche sind für die Distanz. Jeder steht für 200 Meter. Das Ziel ist 400 Meter weit weg. Ziele zwei Striche darüber. Der hat vertikal gesagt, nicht horizontal. Das heißt theoretisch. Achso, soll ich jetzt da drauf schießen? Muss ich also so. Verstanden. Der Wind lenkt deine Ziele. Die Flaggen zeigen. Ach, der Wind auch noch. Okay, das ist ja übel noch mit Wind. Mein Bruder, dein größter Fan. Probieren wir noch ein Ziel auf andere Reichweite. Ziemlich weit hinten ist ein blaues Haus. Siehst du es? Oh je, Sichtkontakt zum Blauen. Die 600 Meter. Da ist Obst auf der Kühlbox. Distanz 600 Meter. Schieß, wenn Alter. Du so weit bist. Okay, ich sehe das kaum. Also 600 Meter wäre so. Dann kommt die Frage der Wind. Treffer. Alter Falter. Er ist ein wahrer Obstkiller. Das habe ich gehört. Ja, hi, Owen. Passt auf, Jungs. Jetzt sollte alles passen. Nutze immer die Umgebung zu deinem Vorteil. Flaggen zeigen die Windrichtung und Orientierungspunkte die Distanz. Verstanden. Gut. Und jetzt achte auf Aktivität auf der Straße. Sie werden bald da sein. Ist natürlich schon nice, wie bei Sniper Ghost Warrior, so ein bisschen mit Hochzielen und mit Wind und so. Wobei bei Sniper Ghost Warrior, ja, je nach Schwierigkeitsgrad wird es angezeigt. Und hier wird es halt... Ja, hier muss ich halt bei dem Wind schauen, aber die Stärke vom Wind bleibt gleich, oder wie? Ich hab was bei der Ölpumpe. Ölpumpe? Da scheine, da scheine, da scheine. Oh. Nur ein paar Streuner. Okay, doch nicht so.
Sichte weiter die Straße. Der Wolf wird bald da sein. Die Frage, von welcher Richtung? Und da? Von hier? Hier sieht man gar nicht so weit. Oh, ich... Oh, ist das ein Panzer? Verstanden. Nicht angreifen. Sie haben ein Fahrzeug gesichtet. Rechte Seite. Könnte der Wolf sein. Glaube ich jetzt nicht. Wir bekommen endlich etwas Gesellschaft. Sieht nicht nach dem Wolf aus. Das sind Speere des Wolfs. Noch nicht schießen. Erst bei freiem Schussfeld. Das ist jetzt 400 Meter. Na, toll, hinters Haus. 400 Meter, Ali, der Wind ist noch da. Sie klettern auf das Dach. Augen aufs Dach, Alex. Alter, die waren doch schnell. Ging schnell, oder? Auf dem Dach. Ja, ich sehe sie. 400 Meter. Schieß, wenn du so weit bist. Ja, aber da sind halt zwei. Oh. Los, Alex. Hä? Ich wollte eigentlich die Luft anhalten. Aber gibt's hier wohl nicht. Guter Treffer. Noch einer. Guter Schuss. Zwei Headshots. Zwei Speere weniger für den Wolf. Ali, du kannst jetzt hin. Hadir ist einfallsreich. Er lässt eine Falle für die Männer des Wolfs vorbereiten. Alex, gib dem Team Deckung. Jupp, jupp, jupp. Alles den frei. Den Wolf zu töten garantiert uns nicht das gestohlene Gas. Stimmt. Was ist, wenn du es nicht findest? Das muss ich. So, machen wir wieder so ein bisschen rauszoomen. Den Überblick zu wahren. Ich stelle den jetzt mitten in den Weg. Die Männer des Wolfs müssen zum Passieren den Wagen bewegen. Warte, bis sie nah genug dran sind und sprenge ihn dann. Aber ich muss nicht drauf schießen, oder? Also sprengen tun die, oder? Ich sehe den Konvoi im Osten. Verstanden. Es geht los. Seid tapfer, Freunde. Die Soldaten des Wolfs sind hier, Alex. Rechts vom Highway. Ja, aber steht der Wolf dabei? Soll ich angreifen? Bin ich auch nicht sicher. Nein, sie müssen näher ran. So, wir sind wieder bei 400. Näher. Wind. Na los, nicht so schüchtern. Das ist gleich. Haben alle auf einmal, oder? Sie sehen ihn. Sie gehen zum Truck. Hadir. Ich seh's. Bereit machen, Alex. Was ist hier eigentlich? Explosives Fass. Alex. Jetzt. Oh, okay, musst du doch weg machen. Boom. Ah, ein bisschen weiter hoch. Guter Schuss, Alex. Guck mal, wie sie kriechen. Mit dem da? Auch noch einer. Oh, hier ist noch einer. Alter, wie sie aber doch einigermaßen schlau sind mit dem Kriechen. Natürlich schon geil. So. Wackel, wackel, wackel. Jetzt laufen sie langsam los. Oha, okay. Ein bisschen knapp hier. Ich muss ja nicht nur Headshots machen. Der Wolf hat Verstärkung geschickt. Oha. Ein bisschen viele. Ich hätte noch Molotovs. Bringt aber, glaube ich, auch nicht so viel. Hadir, zieh dein Team zurück. Wir dürfen nicht nachgeben. Tu es. Ich frage mich, ob irgendwann sich mal die Windrichtung ändert. Schieß auf die Motoren. Halte sie auf. Oha.
Nein, verdammt! Na toll. Nachladen. Kommen die alle rein? Ah, der war nicht so gut geworfen. Oh, voll in die Klöten! Au, 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 au. Okay. Der kann Molotovs werfen. Das war nicht so gut. So, sehr schön. Ah, ich schieße viel zu viel daneben. Okay, bewegte Ziele natürlich auch scheiße. Lauf den. Ja, Alter, wenn sie zu nah rankommen, das kann ich schon vergessen. Oder hätte ich auch die Trucks vielleicht ein bisschen besser ausschalten müssen, aber das kann ich jetzt ja leider nicht mehr viel hindern. Na ja, komm an. Alle durch. Oh, komm an, jetzt wollte ich gerade schießen. Alter, ich habe gar keine Chance. Autsch. Wie viele kommen denn da? Ja, viel Spaß. Alter Vater, das war richtig kacke. Das mit den Trucks hätte besser gehen müssen. Nein. Oh. Und deshalb habe ich noch die AK. Wow. Ja, und jetzt? Woher kam der hin? Da waren noch lauter Kollegen. Oh, das sind einfach zu viele hier. Viel Spaß. Ah, voll. Da kommen so viele. Das ist voll die Chance. Come on! Wir sterben! Aber wenigstens ein bisschen Deckung. Alter, stirbt doch! Da war ich mal so viel Munition. Er ist down gegangen. Oh, okay. Der hat den Moller. Er hat auch was geworfen. Autsch. Mörser! Alex, schalte sie aus! Ist er wieder hoch? Auf das Mündungsfeuer, wenn sie warte, 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 warte. Da irgendwo. So, komm, schieß. Ah. Alles im Blick. Wir sind erledigt. Na
Habe ich den getroffen? Alex, da ist noch ein Alcatala Mercer-Team. Schalte es aus! Irgendwo? Ich sehe es halt nicht. Oh, so nah. Im Visier. Sicher, sie sind tot. Negativ. Da draußen ist immer noch ein Mörser. Ja, komm, zeig's mir. Wow. Alter, war schon einer unterwegs. Kein Sichtkontakt. Was siehst du? 600 Meter. Aktivität am blauen Haus. Ah. Sehe sie. Team ausgeschaltet. Selbstmordtruck! Linke Seite! Noch einmal! Okay. Alter, wie schnell der fährt! Ja, ich probier's doch. Alter, wie der fährt! Auf den Fahrer auch noch. Alles klar. Alter, fall doch. Er fährt doch weiter. Okay, aber das Mörser-Team habe ich eigentlich auch nicht. Sonst würden sie nicht mit Lupe den Weg freimachen. Platziere USB-Faust, Bruder. Hadir und ich sichern die Umgebung, Alex. Geh zum östlichen Bunker und rüste dich für den Wolf aus. Ich wollte schon sagen, hey. Das letzte Mörser-Team habe ich eigentlich nicht richtig getroffen. Die sind einfach nur in Deckung gegangen. So, Bunker hier. Ich behalte mal die Sniper. Jetzt haben wir noch ein bisschen AK-Munition. Oder soll ich mir was anderes nehmen? Bison. AK mit Onea. MK2-Karabiner. M91. Ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Was ich auch genau machen muss. Mal das nehmen wir mit. Eine MG34. Jo, Leute. Ab geht's. Die Luzi hier. Ah, ich dachte, ich muss das machen.